wir sind abgeknüpft von unserem Stecker. Wir können überall arbeiten und wir können im Park arbeiten oder auch zu Hause. Aber das hat einen ganz großen Effekt gehabt auf wie man jetzt arbeitet, wie die Offices aussehen. Ich habe mir da ungefähr 100, wir haben ein ganz großes Projekt gemacht in Holland ein paar Jahre her, wo wir für die Offices von der Rabobank, das ist eine ganz große Bank, Offices gemacht haben. Und die traditionellen Sachen, so ein Büro, ein Drehstuhl und ein Archivkasten, war fast nicht da. Die Archivkasten ist jetzt in unserem Rechner. Ein Schrank ist eigentlich etwas, was ein interessantes Objekt ist, weil es wird weniger und weniger, all unsere Musik, Bücher und so weiter. Ich mag das auch gerne, aber mein Sohn ist schon, der mag auch gerne Bücher, aber der ist schon fertig. Der wird nicht mehr umziehen mit all diesen Tausenden von Büchern und Records mitgenommen. Das hat sich geändert. Aber in diesen Offices gibt es jetzt, dass man lounged auf Sofas. Und ich habe gedacht, nein, wann geht man hier denn wirklich arbeiten? Aber das ist heute die Arbeit. Man geht nach einem Büro, um einander zu begegnen, und man geht zu Hause, um da konzentriert zu arbeiten. Das ist nicht für jeden so, das ist nur für Büroarbeit, das ist natürlich etwas anderes als in einer Fabrik arbeiten. Aber das Office hat total sich domestifiziert. Das bedeutet auch, dass diese klassische Office-Firmen, dass die nicht mehr, die haben Probleme, weil die schieben nicht mehr 5000 Bürostühle in einem Gebäude. Plötzlich gibt es nicht mehr eine Firma, die etwas reinschiebt, es gibt 38 Firmen, die 20 Sachen reinschieben. Das bedeutet, dass weniger produziert wird von Stücken, dass es auch anders ist und es sind die Domestic-Firmen, die sind viel mehr jetzt beschäftigt mit dem Office. Und das macht einen ganz großen Eindruck und hat einen ganz großen Effekt auch für Design und auch wie Designer entworfen sollen. Die Art und Weise, wo wir jetzt online kaufen und online das Sachen ansehen, bedeutet auch, dass wir jetzt die Sachen zu Hause bekommen. Und das ist ein anderer Schritt als IKEA. Das bedeutet, dass wir dass ich als Designerin jetzt Möbel entworfen muss, die durch eine Briefkasten arrivieren können. Und das ist problematisch, wenn es ein Dreisitz-Sofa ist. Aber das bedeutet für Design in den Hintergrund viel mehr, als man so am ersten Blick sieht. Und das ist total interessante Zeit heutzutage. Diesen Tisch, die da ist mit Open Desk, was da interessant, was ich total interessant finde, ist, dass man das eigentlich so wie ein Download, wo man das braucht und wenn man das braucht, produzieren kann. Wenn ein Office in São Paulo sagt, ich möchte gerne mein Office eingerichtet haben, können die das da um die Ecke produzieren lassen mit diesen kleinen Werkstätten, wo die mitarbeiten, aber wenn das gleiche Office in London denkt, ich möchte das da eigentlich das gleiche haben, können die das da um die Ecke machen. Und das bedeutet, dass wir nicht mehr diesen ganzen Kram über Internet verschicken. Das ist super. Das bedeutet nicht, dass wir alle Open Source machen sollen, aber es ist wahnsinnig interessant, dass wir auf diese Art und Weise auch ein bisschen vernünftiger mit unseren Ressourcen umgehen können. Die Open Desk, die haben mit 500, 600 kleine, große Werkstätten auf die Welt so sich verabschiedet, abgeredet, gesagt, okay, wir machen etwas zusammen. Und wenn ihr einen Auftrag gebt, dann, wenn die Leute in São Paulo sagen, wir möchten hier unsere Office gemacht haben, es ist nicht oft Einzelstück, das ist nicht oft nur eine Person, die das entscheidet, es sind meistens mehrere Sachen. Dann wird diesem kleinen Werkstatt, die kann das produzieren, das ist eine Fixpreis, die geht nach der Macher, der Typ, der das da macht. Ein Fixpreis geht nach Open Desk, ein Fixpreis geht nach mir, auch schön. Und das ist alles organisiert. Und das kann man sagen, ja, aber das ist nicht, wie kann man das kontrollieren?
die Menschen sind, und das ist vielleicht das einzige Hippie-Artige daran, die Menschen sind nicht im Grunde schlecht. Und wenn dann so etwas verabredet, funktioniert es einfach mal. So, es ist in jedem Fall sehr transparent. Es ist total transparent. Wohin welches Geld geht. Und das finde ich. Ja, aber auch. Ich denke auch, diese Reaktion, wow, wie geht das dann, wie Security, wie macht man das safe, dass es nicht falsch geht, weil das kann man doch immer damit, dass ich bemerke, dass es bei den jugendlichen Leuten ein ganz anderes Ding ist. Ach Mann, das ist doch, wann würden wir uns da über Sorgen machen? Natürlich gehen Sachen falsch, aber das geht auch, wenn ich für eine Industriefirma arbeite, habe ich auch keinen Sicht auf, dass es gut geht und dass die mir, dass es alles recht geht. So, wir müssen auch ein bisschen Vertrauen haben, denke ich. Naiv? Vielleicht, aber sonst kommen wir nicht weiter.